Es gibt ja viel Kritik an dem Pandemiekurs der Bundesregierung, haben wir auch erlebt auf diesen Demonstrationen. Und eine Frage war aus dem Kreis unserer User, Leser, warum haben Sie sich eigentlich noch nie mit Professor Bhakdi oder Dr. Wodak mal beraten über die Bekämpfung der Pandemie? Das sind ja so die zwei Köpfe der Pandemie-Skeptiker, auch Ärzte. Nehmen Sie solche Kritiker ernst? Hören Sie sich die Argumente an oder sagen Sie, nee, Robert-Koch-Institut reicht mir? Nee, ich höre schon sehr breit zu. Ich habe auch die Angewohnheit, wenn ich irgendwo ein interessantes Interview, einen interessanten Gedanken von, was weiß ich, einem Pathologen lese, einem Pneumologen, einem Lungenarzt, über Behandlungen, über Erkenntnisse, dann rufe ich auch gerne mal an und lass mich mal so 15, 20 Minuten einfach nochmal sozusagen mit einer anderen Sichtweise oder einem interessanten Erkenntnisgedanken da konfrontieren. Ich finde, das ist ja das Einzige, was einem am Ende auch hilft, immer wieder was dazuzulernen. Den ersten Professor kannte ich nicht, den anderen kenne ich noch, Herrn Dr. Wodak, der war mal Bundestagskollege. Am Ende muss auch ein Gespräch möglich sein, so irgendwie in dem Willen einander nachvollziehen zu können. Lassen Sie es mich mal so formulieren. Und ich habe den durchaus, aber bei mancher These, ich meine, jemand, der der festen Überzeugung ist, das ist eh alles nur Grippe, da ist natürlich Diskussion am Ende schwierig. Zumal, jetzt kann man immer noch sagen, sowas Ähnliches hattet ihr doch möglicherweise auch vermutet im Januar. Dann sage ich, wir haben aber ziemlich viel dazugelernt seitdem. Diese Bilder in Norditalien, wo man Menschen Beatmungsgeräte wieder abgenommen hat, weil andere eine höhere Überlebenschance haben und dann sozusagen ein Todesurteil gesprochen hat und musste. Das sind Bilder und Situationen, die mich jedenfalls manche Einschätzungen nochmal haben überdenken lassen.